Ja, gibt es denn hier irgendwo einen Knopf? Ach, da oben. Oh lol, sollte den Pfeil auch... Was ist das? Kann ich nicht anzeigen lassen. Diese Mistviecher, die immer die Schläge blockieren. Ich weiß nicht, ob das Ding da unten noch scharf ist. Ja, okay, wir lassen die Viecher. Also wir hätten es besiegen können, aber... Ja, Wayne, ne? Wayne, da können wir hingehen. Wir brauchen wirklich nur einen Ticken bessere Rüstung. Sag ich mal, wir haben ja jetzt momentan 10 Rüstung. Und wenn die 20 geben würde... Wäre schon eigentlich genug. Für wen war denn nochmal dieser Kampfstab, den wir da abgezogen haben? Wir haben doch vorhin beim Schmied so einen Stab abgezogen. Ich gehe mal eben hier, ob das in der Beschreibung steht. Hier. Walter hat den... Ja, der Schmied hat den Stab hergestellt. Aber für wen war das denn nochmal? Das ist die Höhle, die so gurgelt. Aber hier geht's zur Vulkanfestung. Okay. Das sind ja nur die Grabmotten, das sind ja nicht die starken Viecher. Die sind ja ein bisschen einfacher. Was haben wir hier vor? Oh, 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 oh. Was sehen denn meine Augen da? Ein Schärling wieder. Ein Pilz? Ein Kraut? Sonst hier noch was? Nö. Was haben wir denn da? Ach, das ist nur ein Stein. Das sah aus wie irgend so ein Wurzelgedöns, was wir auch brauchen. Was haben wir hier im Walde? Ach, da die Pflanze habe ich auch wieder übersehen. Nehmen sie doch auf jetzt, wenn ich sie schon sehe. Ach, da ist ein Wolf. Einer, zwei. Ja! Ach, das sind richtige Wölfe. Oh, nice. Richtig gut getroffen. Nice, richtig gut getroffen. Sehr schön. Dass die nur 10 haben, das ärgert mich, dass die kein Fleisch geben. Das ist ein bisschen schade. Und dann haben wir noch Stachelratten. Was sind wir denn hier? Keine Ahnung, wo wir jetzt hier gerade rumtaumeln, ne? Kann ich euch nicht sagen. Ich wollte nur die Pflanzen hier haben. Vor allem das ist ein Heilkraut wieder. Jo, sonst sieht es hier nicht aus. Ich gehe erstmal wieder hoch auf den Weg ein bisschen. Hier können wir uns umschauen, wenn wir wirklich stärker noch sind. Vor allem stärker geht ja eigentlich, haben wir ja gerade schon festgestellt. Von der Damage her ist es okay. Nur halt wirklich. Ja, uns fehlt absolut die Rüstung. Ich will mal. Eben gucken, ob der da oben was sagt. Weil eigentlich dürfen wir hier rumeiern ganz frei. Dann können wir jetzt eigentlich mit dem quatschen, oder? Ja. Na, ah, ein Plünderer! Nix da. Ich habe ein Empfehlungsschreiben von Kommandant Carlos. Was? Tatsächlich? Zeig her. So, so. Na, da hast du ja nochmal Glück gehabt, was? Hier, hast du dein Schreiben zurück. Ich bin Severin. Dieser Hof untersteht meinem Befehl. Halte dich von den Gebäuden fern und fang keinen Streit mit meinen Leuten an. Wenn du das beherzigst, wird sich niemand in deine Angelegenheiten einmischen. Klare Worte. Wie steht's mit den Ruinen? Hier sind 2 hochgekommen. In beiden waren wir drin und haben uns geholt, was wir brauchen. Die obere ist allerdings mordsgefährlich. Einer der Novizen hat dort den Tod gefunden. Und was habt ihr jetzt vor? Wir schicken jetzt die Kisten rauf in die Vulkanfestung. Mit den Ruinen hier sind wir fertig. Wir haben, was wir wollten. Und für ein paar Goldkelche werde ich nicht das Leben meiner Männer aufs Spiel setzen. Außerdem kann ich nicht weg, solange diese diebischen Gnome hier herumgeistern. Aber wenn du dich in den Ruinen umsehen willst, tu dir keinen Zwang an. Die Gnome machen dir Probleme? Allerdings. Diese miesen kleinen Kerle werden von Gold und wertvollen Gegenständen angelockt. Hast du schon mal ihre Kleidung gesehen? Sie haben überall an ihren Mänteln kleine Taschen angebracht. Da stopfen sie alles rein, was für sie wertvoll aussieht. Sie klauen und plündern, was das Zeug hält.
Wir sammeln auf diesem Hof, der uns als Zwischenlager dient, was wir aus den Ausgrabungen in der Umgebung bergen. Wenn wir auch nur einen Moment nicht aufpassen, ist alles weg. Kann ich dir bei deinem Gnomenproblem helfen? Vielleicht. Eine Gruppe dieser diebischen Gnome hat sich in der Nähe, nördlich von hier, niedergelassen. Seit sie dort sind, kriege ich kein Auge mehr zu. Ja, wir machen das, ne? Ich werde deine diebischen Gnome erledigen. Das ist die richtige Einstellung. Ein Mann der Tat wird hier immer gerne gesehen. Viel Glück und lass dich nicht beklauen. Es gibt doch noch mehr Ruinen auf der Insel. Natürlich. Die Dinger sind überall hochgekommen. Ein weiterer Trupp von uns ist im Westen unterwegs, um die Artefakte der Ruinen dort zu bergen. Rudolf mit seinen Jungs. Ich habe aber schon ewig nichts mehr von ihnen gehört. Ich weiß nicht mal, ob sie noch leben. Rudolf ist tot. Ach, ich wusste es. Hätte der verfluchte Hund doch bloß auf mich gehört. Ich wette, dass die Banditen dahinter stecken. Naja, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Trotzdem danke für die Nachricht. Ja, kein Ding, Kollege. Ich speichere mal. Ja, wir quatschen jetzt hier mit diebisch Gnome im Westen. Was haben wir da? Da hinterm Hof. Also, ja. Können wir gleich hingehen. Vielleicht finden wir einen, der uns helfen will. Das wäre doch cool. Wem kann man denn überhaupt Rekrut. Barry. Hallo. Den bist du auf dem Weg in die Vulkanfestung? Was machst du hier? Ich bin losgeschickt worden, Pflanzen zu sammeln. Aber ich ruhe mich erstmal aus. Kann ich dir helfen? Du darfst mir nicht helfen. Das ist nämlich für die Prüfung von Meister Abrax. Außerdem hilft Barry mir. Das reicht. Okay, Prüfung. Hi. Also müssen wir anscheinend dann auch eine Prüfung ablegen da oben. Pflanzen sammeln. Du bist Novize, oder? Ja, das stimmt. Noch bin ich Novize. Hört sich so an, als würde sich das bald ändern. Das hier ist meine letzte Prüfung. Sobald ich die Pflanzen für Meister Abrax habe, werde ich Magier. Wer ist Meister Abrax? Ein Magier oben aus der Vulkanfestung. Er ist der Letzte, dessen Prüfung ich bestehen muss. War gar nicht so leicht, ihn zu finden. Wieso? Na, weil er sich nie blicken lässt. Er hat sich in sein Labor verkrochen und verlässt es nie. Komischer Kauz. Was ist das für eine Prüfung? Ich soll ihm Pflanzen besorgen, hier aus dem Wald. Kann ich dir helfen? Nein, das muss ich schon alleine machen. Trotzdem danke für das Angebot. Ja, cool. Pflanzen sammeln, ja, das ist natürlich auch eine Schwierigkeit. Da muss man sich auch erstmal ausruhen hier. Weil, ja, ist schon heftig. So, wer bist du für ein Vogel? Schweinescheiße, überall Schweinescheiße. Ich krieg hier noch Brechreiz. Was ist denn los? Hey Mann, hier schwirren überall die Grabmotten rum. Solange kann ich die Schweine nicht aus den Augen lassen. Die Grabmotten fressen Schweine? Sie fressen Aas. Und wenn's sein muss, töten sie halt irgendwas. Und da unsere Schweine nicht gerade wehrhaft sind, stehen sie ganz oben auf dem Speiseplan der Grabmotten. Ich werde mich um deine Grabmotten kümmern. Mach schnell, dann muss ich nicht länger auf die Schweine hier aufpassen. Ich kann ihren Gestank nicht mehr lange ertragen. Ja, das war mir schon quasi klar, als wir die da hinten alle gesehen haben. Dass, ja, dass eine Quest sein wird von irgendeinem Bauerndölpel, dass wir die aus dem Weg räumen müssen. So, ja, dann hüpfen wir einfach mal hier runter, zücken die Knarre und knödeln die ab, wa? Problem ist halt wirklich, wir haben halt keine Rüstung, ne? Oh, dreh doch! Ja, komm alle! Ist okay, wir sterben hier so sehr. Wir sind ja jetzt schon tot. Ja! Ich laufe! Nein! Null! Huh, Mami! Tja! Nein! Tja! Oh! Oh, 5 von 8 haben wir schon. Nice, geht doch besser. Ich dachte, wir nibbeln da ab, aber na klar, haben wir jetzt 2 Heiltränke für benutzt. Ist ja nicht weiter schlimm. Können wir auch ruhig dafür benutzen. Dafür sind die ja da. Für solche Situationen. Boah, die Erde babt. Der Vulkan unter der Vulkanfestung ist wohl anscheinend
ein bisschen aktiv, wa? Aber hier im Westen sollten auch die Gnome sein, oder nicht? Da unten ist der andere Bauernhof. Ja! Huch! Komm mir nicht zu nahe, du Grabmotte, sonst bist du tot! So viel dazu. So, da haben wir die ja schon mal erledigt, die Quest. Ja, wir sind doch so fleißige Leute. So, wo sind denn die dibbischen Gnome? Was haben wir denn hier überhaupt? Ich würde mal sagen, in irgendeinen Tempel, in den wir noch nicht reingehen sollten. Ach, guck mal, da sind die kleinen Scheißer da vorne. Ja, warte mal, im Fall für mal eben noch was rein hier. Wer jetzt nicht schon wieder einen Trank benutzt, die sind nur für Notfall im Fight am besten, die Tränke. Zack. 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 Schöne Schnitzel. Ich esse auch All You Can Eat Schnitzel hier bei ihm. Direkt 20 Stück reinpfeifen. Ja. Geh weg mit euren Gegenständen. Oh lol. Was für eine fiese Attacke. Du kleiner Bauer. Warte mal, wir laufen mal eben ein Stück weg. Einen Trank rein. Weiß nicht, ob das... ob das was bringt, auszuweichen. Stirb, du kleines Opfer! Huh, 6. 7. Null? Okay, wir müssen noch einen Trank reinpfeifen. Ja! Geh weg! Ja! War das knapp! Scheiße! Kack! Gnome! Ah, war das wieder knapp. Ich dachte schon, wir wären tot, Leute. Wie stark die sind. Naja, eher gesagt, wie schwach wir sind. Oh, schön Werkzeugbeutel. Oh, guck mal, hier steht auch noch eine Kiste direkt. Eine Truhe. Können wir die knacken oder müssen wir nicht? Rechts, links. Toll. Links, rechts. Links, rechts. Oh, cool. Ah, das Blaue, warte, ich muss mal eben reingucken, was das Blaue war. Wahrscheinlich so ein Amethyst oder so, ne? Da. Kleiner Saphir. Zack, Biere. Oh, nice, eine Wichtelkabbe. Geschicklichkeit haben wir damit auch schon vorgesagt. Wir müssen halt dann nur noch ein bisschen Lernpunkte haben, damit wir Alchemie lernen können. Damit wir diese Tränke überhaupt herstellen können. Okay, da sind Wölfe, da kümmern wir uns drum, wenn wir wieder Leben haben. Hab ich aber momentan nicht. Ja, was bist du? Ruben! Hey, ich bin Ruben. Wenn du was brauchst, kannst du zu mir kommen. Was ist deine Aufgabe? Ich bewache die Gebäude. Wir haben hier Vorräte und jede Menge Zeug aus den Ruinen. Aber die meisten wertvollen Sachen gehen in die Vulkanfestung. Ich schätze mal, in jedem Lager findest du einen Kerl wie mich. Einen, der dir besorgen kann, was du brauchst. Also stell dich gut mit mir. Sonst gibt's nicht mal einen kleinen Heiltrank. Lass uns handeln. Heiltränke, die sind uns zu teuer. Wir haben ja eh noch welche. Na, der hat jetzt nicht das, was ich haben will, ne? Oh, das Klo. Erstmal einen Pilz aufsammeln vom Scheißhaus. Der ist bestimmt sehr gut gedüngt. Oh, guck mal hier. Ein Schärling wieder. Schön aufgesammelt. Fleisch. Ich will das jetzt nicht klauen, weil da kriegen wir wahrscheinlich einen an eine Umme. Was haben wir da? Nur die Holzfällerachse nehme ich auch nicht mit. Ich habe keinen Bock für sowas hier auf die Fresse zu kriegen und neu laden zu müssen. So, Kollege. Schweinescheiße ist nicht mehr. Die Grabmotten sind erledigt. Na endlich. Dann kann ich die Schweine wieder alleine lassen. Ich bin übrigens Bruce, ehemaliger Gefangener der Hafenstadt und jetzt Rekrut des Ordens. Und Schweinehirt. Dank dir ist das jetzt vorbei. Hier, nimm diese Münzen als Dank.
Wuhu, 25 Münzen, wir sind so rich. Mann, jetzt können wir uns ja alles leisten. Mit dem haben wir mit dem schon gequatscht. Ach, das ist Ruben. Ich habe deine diebischen Gnome erledigt. Gute Arbeit. Jetzt kehrt hier endlich wieder Ruhe ein. Lass dir von Ruben eine Belohnung geben. Okay, hi Ruben. Du sollst mir eine Belohnung geben. Klar doch. Gold oder Gold? Was darf sein? Hast du nicht was anderes? Artefakte oder Tränke? Klar, die kannst du alle bei mir kaufen. Hier ist deine Belohnung. 200 Gold, nice, Mama. Da hat aber wirklich mal was springen lassen. Sonst hier noch irgendwo wer? Ein paar Kisten. Ja, verschwinde von hier. Was haben wir denn da für eine Schatztruhe? Ja, verschwinde von hier. Können wir eh nicht knacken. Okay, die Hütten sind die also nicht so wohl gesonnen, wenn wir da reingehen. Hier, darf ich hier reinpennen? Was suchst du? Ne. Ja, das nervt mich ein bisschen, dass wir jetzt nirgendwo knacken können. Aber da müssen wir uns halt noch irgendwas reinpfeifen. Ich will jetzt nicht die Tränke wieder benutzen. Machen wir jetzt gleich. Komm, wir nehmen einen großen Trank und fertig. Komm, zack. Tränke. 150 drauf. Zack, volles Leben. Speichern jetzt mal wieder richtig. Speichern. Zack. 0,35. Zack. Wir haben 34 übersprungen, auch nicht schlimm. Und ja, dann kümmern wir uns jetzt hier um die Viecher noch und gehen weiter hoch zur Festung, weil wir sehen sie ja da oben schon. Ja. Ja. So, da haben wir auch noch was in der Ecke hier. Da haben wir auch noch einen Eber da oben. Ja, wir sammeln die Viecher, machen wir jetzt natürlich eben noch, weil das ist süße Erfahrung. Ich kann gleich mal gucken, wie viel wir überhaupt fürs nächste Level brauchen. Ja. Ja. So, zack, wie viel gibt der? 60 Erfahrung, wie viel brauchen wir fürs nächste? Hier oben, ich wollte gerade sagen, keine 400 mehr, aber 3400 noch. Also doch schon mittlerweile mehr. Welches Level sind wir denn überhaupt? Stufe 10, okay. Dann ist das klar, dass wir das nicht so schnell hinkriegen. Haben doch einige Stufen in der Stadt geschafft da. Auch wenn die Quests nicht so ergiebig waren, dass man da jetzt wirklich mega viel Erfahrung bekommen hat. So außergewöhnlich viel. Doch nicht immer an die Seite. So, schön. Zack, wieder schön 180 Erfahrung. Also jeder 60, meine ich. Zack, auch aufgesammelt. Die Speicher nochmal eben. Wir haben jetzt wieder den ganzen Heiltrank wieder verloren. Dadurch, dass wir hier so viel Damage abbekommen. Aber naja, was sollen wir machen? Dann klopfen wir gleich mal da oben an die Tür, wa? So, liegt hier noch was? Irgendwo noch Viecher? Irgendwo noch wichtige Pflanzen. Was haben wir hier? Ich glaube nicht, dass wir darüber springen können, aber da liegt auch nur ein Schild. Ah, schade. Laden. Schade, da muss man von oben dann und von der anderen Seite dann runterspringen. Also dann so, ne? Können wir auch noch machen. Laden, laden, laden. Komm, gib Kette, ich will weiterspielen, Mama. Ja? So, ne, da können wir nur von der anderen Seite, müssten wir hoch und dann da drunter springen. Automatisch speichern, das heißt eigentlich hier kommen Viecher, oder? Haben wir hier? Da ist noch ein Wolf und noch ein paar Ratten. Da oben liegt ein Schild. Zack, die Ratten. Ich habe mir mal eben noch einen Trank reingepfiffen, Leute. Nicht, dass wir da jetzt groß was verlieren. Ja, das Blöde ist halt, dass wir wirklich gegen diese Ratten kein Schild haben. Ich weiß jetzt nicht, ob man mit einer Waffe die blocken kann. Das wäre ein bisschen dämlich. So, einfache Truhe.
Ja, ein Heiltrank ist auch gut. Das sind ja quasi 30 Gold, also das ist schon nicht schlecht. Pflanze. Schild. Grog. Wen haben sie denn hier? Das ist ja eigentlich so ein Scheiterhaufen. Warum haben sie den nicht verbrannt? Warum liegt der hier noch? Hatten sie kein Feuer mehr? Feuerzeug ist leer, wir können den nicht anzünden, Leute. So, aber ich mache jetzt für heute hier Schluss. Nächste Folge werden wir uns da hochbegeben, den letzten Meter zur Vulkanfestung. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, liebe Leute.